ich will auch gerne was dazu sagen. Ich bin froh über die Frage. Ich finde das sehr interessant, weil also ich stimme dann auch natürlich völlig zu, und das ist aber auch interessant, dass man sieht, dass wir da ja natürlich ein Match haben, das ist jetzt keine große Neuigkeit, natürlich, dass wir da ein Match haben zwischen Ökonomie und Politik. Und dass es da auch darum geht, dass es ja das Widerstand, das heißt, das ist das, was ich ja vorher gemeint habe, mit wir müssen jetzt sehen, ob wir eigentlich, sozusagen was jetzt am Prüfstand steht, ist die Frage der Demokratie. Und die Demokratie kann nur dann überleben, wenn die institutionelle Politik, also Widerstand muss jetzt nicht nur von Seiten der Protestierenden kommen, auch wenn ich damit sympathisiere, sondern Widerstand müsste jetzt von Seiten der Politik kommen. Und ich glaube, dass das sozusagen das wirklich Entscheidende, wie es jetzt weitergehen wird, ist, ob diese Art von Widerstand kommen wird oder nicht. Also ob sich demokratische Verhältnisse durchsetzen können gegen genau diese Art von Machtkonzentration durch Finanztransaktionen, durch das Finanzkapital. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und ich denke, das kann man eben heute nicht mehr nur denken von außen. Man kann es auch nicht... Ich glaube, die Widerstandsbewegungen sind, also diese Occupy-Bewegung ist deshalb so wichtig, weil sie, man sagt immer, die sind so naiv und das sind so nette, blauäugige Leute. Und ich habe auf der Herfahrt habe ich ein Magazin, das SZ, gesehen, und da haben die vier junge Leute eingeflogen, einer aus Israel und einer aus New York und was weiß ich wo, und die sind wahnsinnig hübsche junge Leute und die schauen irgendwie aus wie aus einem Werbefilm. Und die reden ganz nett über ihre Empörung. Und man kann das sehr leicht denunzieren und lächerlich machen. Ich glaube aber, dass es dass da etwas in Bewegung gerät, von dem die Leute, die an der Macht sind, ich meine jetzt an der politischen Macht, und diese wird immer geringer, vielleicht in Bewegung gesetzt werden können. Das heißt, insofern gibt es da ein Potenzial. Ich hätte jetzt dazu aber schon noch eine Nachfrage an euch beide, weil, also mit diesem Sprechen von Finanz... Darf ich kurz unterbrechen? Wir haben da ein Publikum nachhaken. Gibt es eine Nachfrage vom Publikum? Gut, ich sehe immer nicht. Entschuldigung, ich will nur ganz kurz nachfragen. Frau Karim, über das Primat der Politik gegenüber der Wirtschaft, das es schon längst nicht mehr gibt, da reden wir schon, weiß ich nicht, wie viele Jahre, ja? Da jetzt... Potenzial der Politik daraus zu erkennen, dass die jetzt was ändern, quasi sich im eigenen Schopfe aus dem Sumpf ziehen, das sehe ich meiner bescheidenen Blickwinkel eher nicht. Woher sie da diesen positiven Zugang nehmen, dass hier die arrivierte Politik etwas ändern würde, das ist mir nicht ganz schlüssig. Naja, sagen wir so, ich sage nicht, dass es, ich sage, das ist das, was jetzt notwendig wäre. Und ich glaube, dass es, also ich glaube nicht, dass das etwas ist, was man von der Straße aus alleine steuern kann und wo man Einspruch erheben kann. Ja? Und ich glaube, wir müssen uns zum Beispiel ja auch, wenn man über solche Fragen diskutiert, dann müsste man sich doch auch fragen, auch wenn das jetzt, wie wir alle wissen, zurzeit sehr in die falsche Richtung läuft, aber dann müsste man sich doch fragen, sind wir für eine Konstruktion wie Europa, wie die EU und Europa, oder sind wir nicht dafür? Ja? Gilt es, das jetzt zu stärken, oder will man das in die Luft sprengen? Und wenn es das zu stärken gibt, dann geht es doch darum, dass man ein Europa der Politik stärkt. Also ich meine, natürlich... Ich gebe Ihnen recht, es ist im Moment nicht so, dass man das Gefühl hat, dass es in die richtige Richtung läuft, aber das ist doch genau der Punkt, an dem, an dem die Weichen zu stellen werden, sage ich mal so. Jetzt ist es aber doch so, dass ohne Proteste auf der Straße offenbar auch schon gar nichts passiert auf politischer Ebene. Also ich möchte da zum Beispiel ein kleines Zitat aus einem NBC-Report bringen, wo ein junger Mann von diesen Leuten, die da in Tottenham randaliert haben, gefragt wird von einem Journalisten, ob sie denn irgendwas erreicht hätten mit diesem Protest, und er sagt, yes, you wouldn't be talking to me now if we wouldn't riot, would you? Also ohne diese Proteste, die teilweise auch militant werden, wird es ja da überhaupt keine Überlegungen geben, überhaupt etwas zu ändern. Ist das nicht so? Das ist generell ist das so. Wenn die
am meisten betroffen sind, sich nicht wehren, dann wird sich nichts tun. Aber es gibt natürlich noch eine andere Form des Drucks jetzt auf eine politische Ebene, von dem er nicht sagen kann, das hat ja der Sprecher eben zu richtig gesagt, dass die Politik ist ja vollständig entwertet, sie steuert ja heute nichts mehr. Ja. Wenn Sie das anschauen, dann sind Sie ja, das ist ja ein Witz, nicht? Wenn Sie im Deutschen Bundestag, Sie gucken ja in Österreich, ich gucke im Bundestag, wenn Sie sehen, wie da über die Finanzpolitik entschieden wird, dann stehen dann die Leute da und wissen nicht, über was sie abstimmen. Also die sogenannten Volksvertreter, die das System steuern sollen. Das ist ein Witz, nicht? Und an der Stelle stellt sich aber auch die Frage, der Demokratie, nicht grundsätzlich als Demokratie, aber die Frage steht da aus meiner Sicht schon, wenn die überhaupt nicht mehr wissen, was die tun, sondern einfach nur noch so ein Appendix. Es gibt auch noch was anderes, wo reagiert wird, nicht? Was uns wahrscheinlich alle geprägt hat, das war natürlich, als wir dieses Jahr vom Fernseher gesessen haben und gesehen haben, in Fukushima wieder ein Block nach dem anderen in die Luft fliegt und so weiter. Also das ist ja so, dass da wird aber mal was getan. Das ist dann die Reaktion, dann kommt man in Deutschland, wenn man zumindest dahin gekommen ist, wo man gesagt hat, man schafft die Atomenergie ab. Aber das ist doch eine grausame Vorstellung. Ich meine, die sind vielleicht jetzt noch mit 5 blauen Augen weggekommen, anstatt dass so ein ganzes Land hätte da ja untergehen können und einfach von der Weltkarte verschwinden können als Industrienation, als eigene Identität und so weiter. Und wenn Sie sehen, so was, welche Rationalität heute am Wirken ist und wer sie durchgesetzt hat, dann können Sie natürlich sagen, wir warten jetzt immer drauf, dass der nächste Knall kommt. Dann krächt es irgendwo am Finanzmarkt so, dass Sie auf einmal auch in Europa 5 Millionen Leute haben, die hungern oder so und gar nicht wissen, wie sie damit umgehen können in dieser Logik. Das bestärkt mich nochmal darin, dass man sagen muss, man muss sich das Ganze anschauen, muss das Ganze in Frage stellen. Und man kann nicht nur blauäugig, für mich ist das blauäugig zu sagen, ich hoffe hier auf einen Diskurs und ich irgendwie wird es sich schon richten. Alles, was ich mir anschaue, wir gehen ja inzwischen auch in unserer Reihe Theorie, wir haben dieses Buch von John Bellamy Forster über die ökologische Katastrophe, nicht? Das heißt der Krieg des Kapitals gegen den Planeten, das könnte es Umweltschützer geben, die werden das exakt genauso bestätigen wie das, was da drin steht. Das ist natürlich ein Katastrophenszenario, aber das ist keins, was ich mir jetzt in irgendeiner Form einbilde, sondern was real da ist. Und das, was in Japan gelaufen ist, das zeigt Ihnen doch, wie nah sie an der Katastrophe sind. Die muss ich doch gar nicht, das hat sich doch keiner vorstellen können, dass sowas passiert. Dann ist das auf einmal von einem Tag zum anderen ist das da. So, nicht? Und, also das sind dann so Sachen, da wird die Politik auch gezwungen, etwas zu machen. Sie reagiert nicht nur auf Proteste. Auf Proteste reagiert sie ja in der Regel entweder mit Polizei oder mit dem Sozialarbeiter. Nicht? Das ist die Reaktion, die kommt. Gut. Gibt es noch eine weitere Frage aus dem Publikum? Es gibt eine. Guten Tag. Oder Abend. Frau Kahl, Sie haben gesagt, dass man irgendwie kleine Bewegungen nicht desavouieren soll. Und damit habe ich, also dass die große Geste kleine Bewegungen ständig desavouiert. Und da wollte ich eigentlich nur anmerken, irgendwie, dass man trotzdem irgendwie kleine und lokale Kämpfe irgendwie ständig verbinden sollte und trotzdem in einen größeren Kontext setzen sollte. Dass sie werden dadurch aber irgendwie automatisch zur größeren Geste. Nein, das widerspricht sich nicht. Ich bin absolut, nein, das ist ja ganz klar, ich habe nicht gesagt, wir müssen uns jetzt nur um den, ich weiß nicht, um die Parkraum oder Grünfläche vor der eigenen Tür kümmern. Nein, überhaupt nicht, natürlich. Aber die große Geste ist ja nicht, die von der ich gesprochen habe, ist ja nicht, dass sich Bewegungen verbinden, größer werden. Im Idealfall weltweit oder sagen wir mal sehr weitreichend sind, sondern die große Geste ist, dass man sagt, das Einzige, was zählt, ist die Revolution, weil es lässt sich hier nichts verändern, es lässt sich nichts verbessern. Das ist die große Geste. Aber nicht, dass man über den ganzen Gegenteil. Wobei Revolution aber bedeutet auch ein Bruch mit der bisher vorherrschenden Logik. Revolution bedeutet jetzt nicht einfach sozusagen die Revolution und die Leute schießen in die Luft oder sonst wohin, sondern es bedeutet, dass man über die Fähigkeit verfügt, zu sagen, mit dieser
industrielle Logik, mit dieser Art der Produktion, mit dieser Art, wie hier Reichtum angehäuft wird, mit der sozialen Struktur, damit müssen wir einen Bruch machen, weil es einfach nicht mehr funktioniert. Wir können nachher noch über die Revolution diskutieren, aber ich glaube, das war erst die Frage. Die tatsächliche Frage war noch nicht gestellt. Sie geht auch noch ein bisschen woanders hin. Und zwar haben Sie auch gesagt, irgendwie, es wird jetzt endlich Zeit, dass die Politik handelt. Die Institutionen müssen handeln. Und ich frage mich, warum lagern Sie das Politische von uns als handelnden Subjekten aus? Warum müssen die Institutionen handeln? Warum müssen nicht wir handeln? Und Sie haben die Demokratie selbst irgendwie aufgebracht und für mich aber gleichzeitig damit wieder abgeschafft. Warum? Nein, also ich glaube, ich habe gesagt, wir können nicht. Oder sagen wir es so, ich glaube natürlich, dass wir handeln müssen, aber ich glaube, man muss verstehen, was Handeln heißt. Und ich glaube, man muss, was ich sagen wollte, ist, wir können nicht durchstreichen. Wir können nicht sagen, es gibt einen Bereich der institutionellen Politik, was er vielleicht angedeutet hat und auch der Herr von den Oberösterreichischen Nachrichten, den ich nicht sehe, aber dort irgendwo vermute. Das klang so wie, das ist alles Humbug, das ist alles sinnlos, das muss man durchstreichen, das ist entweder korrupt oder unfähig und die haben eh nichts mehr zu melden. Und da habe ich gesagt, das halte ich für sehr schwierig und für sehr gefährlich und ich denke, da müssen wir uns darüber verständigen, finden wir eigentlich, die Situation ist so schlimm, sowohl was die Umweltkatastrophe anlangt, als auch was die Kapital, was die Situation der Finanzkrise anlangt. Also das heißt, wir haben diese multiple Krisen und die Situation verdichtet sich zu einer generellen Krise, wo Politik völlig versagt. Also ich denke mir, wir sind an einem Moment gekommen, wo wir, also ich denke mir, wir müssen, auch wenn ich sehe, dass es wirklich, dass es ziemlich brennt an vielen Orten, das würde ich ja gar nicht abstreiten logischerweise, dass wir dazu kommen müssen, dass wir sagen, wir müssen an der Demokratie festhalten. Und jetzt können wir sagen, ja, aber das ist ja keine wahre Demokratie, es wird nie eine wahre Demokratie geben. Demokratie ist sozusagen immer etwas, was im Kommen oder im Werden ist. Ich glaube, man muss sich auch davon von diesen Idealvorstellungen ab verabschieden, aber nicht von dem, dass man etwas tun muss. Aber was ich denke, ist, man muss Politik auf allen Ebenen stärken. Man kann nicht nur sagen, die institutionelle Politik, die hat eh nichts mehr zu melden. Ohne die werden es nicht schaffen. Wir werden uns wahrscheinlich einig sein, dass es schlimmere und autoritärere politische Systeme gibt als die bestehende parlamentarische Demokratie. Aber eine Frage, die ich schon noch anschließen will an diese Revolutionsfrage, an dieses, was sich, es ist grundsätzlich gut, wenn sich was bewegt. Ich meine, Revolutionen können in unterschiedliche Richtungen gehen und Bewegungen können in unterschiedliche Richtungen sich entwickeln. Wir haben vorher den Film über den Polizeistaatsbesuch des Schahs von Persien gesehen. Da gab es eine Revolution, die wurde maßgeblich auch von Linken getragen im Iran. Herausgekommen ist trotzdem eine andere Diktatur. So sehr ich die Kritik etwa an der Verselbstständigung des Finanzkapitals teile, hat natürlich auch diese Kritik das Potenzial, und das sieht man in Teilen der Occupy-Bewegung, zum Beispiel antisemitisch zu werden, weil wenn man sozusagen das nicht mehr als Kapitalismuskritik versteht, sondern nach den geheimen Fäden ziehen im Hintergrund sucht, die es so nicht gibt und die dann so identifiziert, wie es Antisemiten in der Vergangenheit getan haben, dann hat auch das Potenzial, eben nicht in eine fortschrittliche Richtung zu gehen, sondern in eine Richtung, die wir definitiv nicht wollen. Und jetzt ist für mich schon die Frage, wie kann man in so einer Situation, die sehr offen ist, nach verschiedenen Richtungen, verhindern, dass am Ende des Tages die Revolution oder die Protestbewegung oder was auch immer in die Richtung geht, dass es eben nach Schuld geht. Also ich meine, das Böse sieht.